Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem kurzen Video, einem letzten Video zu den Zusatzeffekten des Lavalrotors. Heute soll es um das letzte Thema hier in der Liste gehen, nämlich um die Schiefstellung der Scheibe. Schiefstellung der Scheibe, das sehen wir hier mal dargestellt. Das heißt, wir haben eine Änderung bei den Freiheitsgraden. Wir brauchen nämlich Winkel als Freiheitsgrade und wir haben damit auch eine Änderung der Orientierung des Drehsinns praktisch unseres Koordinatensystems. Sie sehen, ich habe hier ein neues Koordinatensystem eingezeichnet, x', y' und z'. Was hat es mit diesem Koordinatensystem auf sich? Nun, dieses Koordinatensystem wird als Hauptachsensystem fungieren für unsere Scheibe. Das heißt, wir brauchen dadurch, dass wir hier zwei Drehfreiheitsgrade haben, natürlich auch noch zwei zusätzliche Gleichungen, Bewegungsgleichungen zu den drei Gleichungen eigentlich, die wir ursprünglich als Bewegungsgleichungen hatten. Ich habe nämlich hier einen fünften Freiheitsgrad unterschlagen. Ich bin sofort wieder von dem stationären Zustand des Rotors ausgegangen. Ursprünglich beim klassischen Lavalrotor haben wir ja drei Freiheitsgrade, yw und zw, die beiden Koordinaten des Wellendurchstoßpunktes. Und dann haben wir aber noch eine dritte Koordinate, die erscheint uns so selbstverständlich, dass wir sie meistens weglassen. Das ist nämlich der Drehfreiheitsgrad des Rotors. Und deswegen haben wir die drei Bewegungsgleichungen, die ja ursprünglich gekoppelt waren und nur im stationären Fall sich dann entkoppeln, hergeleitet. Einmal, also zweimal aus dem Kräftegleichgewicht und einmal aus dem Momentengleichgewicht um die Drehachse. Und jetzt brauchen wir aber offensichtlich noch die beiden anderen Momentengleichgewichte, die also sozusagen für diese Verkippung dieser Scheibe hier sorgen und damit für diese Taumelbewegung, die sich hier einstellt. Und diese zwei zusätzlichen Gleichungen möchte ich mit Ihnen herleiten und dann wollen wir das Ganze schön in Matrixnotation notieren. Weil wir vier Freiheitsgrade haben, bekommen wir natürlich dann auch vier Bewegungsgleichungen und damit ein System von vier gewöhnlichen Differentialgleichungen. Zur Herleitung schauen wir uns zunächst mal die Trägheitsterme an. Da haben wir jetzt den Massenträgheitstensor. In den Hauptachsen ist der hier so aufgebaut, dass wir davon ausgehen, dass unsere Scheibe ein symmetrisches Objekt ist, also symmetrisch in den Hauptachsen. Man könnte auch sagen, wir haben es hier mit einem symmetrischen Kreisel zu tun, den Sie ja noch aus der Vorlesung Technische Mechanik 4 kennen. Und im Hauptachsensystem würde jetzt so unser Massenträgheitstensor aussehen. Das heißt, wir haben ein polares und zwei axiale Massenträgheitsmomente hier. Und dann habe ich Ihnen hier den Drall hingeschrieben und an der Stelle muss ich zugeben, ich habe ein klein wenig geschummelt, wenn Sie sich das nochmal genau anschauen. Hier steht ja jetzt das Produkt beim Drall aus dem Massenträgheitstensor multipliziert mit dem Drehgeschwindigkeitsvektor. Und dass dieser Drehgeschwindigkeitsvektor im ersten Eintrag in x-Richtung das Omega hat, das erscheint vielleicht noch plausibel, aber auch da müssten wir schon ein kleines Fragezeichen einfügen. Ist das jetzt die Drehung um die x-Achse? Würden wir sagen, ja, ist plausibel. Aber wenn Phi.wy und Phi.wz die Drehungen um die y' und die z'-Achse wären, dann wären ja also Phi.wy und Phi.wz, die entsprechenden Punkte wären dann die Winkelgeschwindigkeiten, dann wären das jedenfalls nicht die Auslenkungen aus unserem raumfesten Koordinatensystem, aus dem XYZ-Koordinatensystem. Nun, man kann die Berechnung auch so durchführen, dass man hier zunächst einmal Eulersche Winkel einführt zur Beschreibung dieser drei Hauptachsen, ausgehend von unserem raumfesten Koordinatensystem, dann mithilfe der Lagrange-Gleichung zweiter Art die entsprechenden Bewegungsgleichungen, also hier für die Trägheitsterme natürlich die kinetische Energie, sich entsprechend herleitet und dann diese Winkel wieder projiziert, insbesondere einen Winkel, der betrifft nämlich die x-Achse, sozusagen die Ablenkung der Drehachse von der raumfesten, also von der idealen wieder Drehachse, die Projektion davon betrachtet und damit diese Winkelfunktion einführt. Sie finden das tatsächlich im Skript. Ich habe es hier nicht ausgeführt, es wäre etwas länglich und ich wollte Ihnen ja nur ein kleines Video produzieren und die Ergebnisse werden gleich aussehen. Aber ich möchte Ihnen an der Stelle sagen, ich habe hier kleine
Schummelei sozusagen begangen. Sie finden das Ergebnis im Skript, Sie finden es sehr versteckt weiter hinten in einem Kapitel, das ich nicht präsentiere, weder in der Maschinendynamik noch in der Maschinendynamik 2, aber so ein bisschen als Bonusmaterial habe ich das noch mit beigelegt. Das ist das Kapitel 12 über die finite Elementmethode und da wird so ein finite Elementmodell für eine starre Scheibe hergeleitet. Und da finden Sie genau diese starre Scheibe mit ihrer Schiefstellung. Und da machen wir es dann ganz gründlich und dann werden Sie sehen, das nimmt aber dann auch wirklich mehrere Seiten in Anspruch. Aus Zeitgründen ist das hier praktisch dieser Abkürzung zum Opfer gefallen. Jetzt haben wir aber immerhin den Drall in den Hauptachsen, also jedenfalls so näherungsweise mit dieser Annahme, die ich hier getroffen habe. Jetzt müssen wir ihn aber auch noch auf raumfeste Koordinaten transformieren und das machen wir in zwei Schritten. Im ersten Schritt sehen Sie, da führen wir hier eine Drehung um die y-Achse aus und das ist dann die Drehung mit dem Winkel phi wy. Und dann führen wir im zweiten Schritt eine Drehung um die dann neue z-Achse aus und das ist dann die Drehung mit phi wz. Schauen wir uns diese Drehung einmal an. Dann haben wir hier zunächst einmal für den Vektor in ex1-Richtung. Die ex1-Richtung, die sehen Sie also hier. Dargestellt haben wir einmal den Ex-Vektor mal Cosinus Phi Wy, also entlang der Ex-Achse und dann minus Ez Sinus Phi Wy, weil die Z-Achse hier nach unten zeigt. Genau das gleiche machen wir jetzt, oder nein, wir nähern erstmal noch diesen Ausdruck an, indem wir kleine Winkel annehmen und ersetzen hier Cosinus Phi Wy durch 1. Dadurch entsteht hier Ex und dann ersetzen wir den Sinus Phi Wy noch durch sein Argument und dadurch entsteht hier minus Ez Phi Wy. Und jetzt machen wir das gleiche nochmal für die Ez-Achse und da haben wir dann entsprechend, also Ez1-Achse, haben wir da von Ex nur noch den Sinusanteil in die Z1-Richtung zu berücksichtigen und für Ez haben wir den Cosinus Phi Wy hier zu berücksichtigen. Und auch hier können wir natürlich wieder die Näherung durchführen für kleine Winkel, denn wir haben hier nur kleine Verkippungen dieser Scheibe. Das ist einmal dann wieder den Sinus durch sein Argument ersetzt, Phi Wy mal Ex und dann plus E-Vektor Z, wenn wir hier für den Cosinus Phi Wy die 1 einsetzen. Nächster Schritt ist also jetzt die Transformation in das mitbewegte, also in das körperfeste Koordinatensystem, das hier ein Hauptachsensystem ist, da sehen Sie die beiden Achsen y- und entsprechend x-. Und ich muss jetzt hier nur noch eine Drehung durchführen um die z-Achse. Ich habe zunächst einmal in die z-Achse reingedreht und jetzt drehe ich um die z-Achse und erhalte dann die Ausgangslagen x- und y- für dieses Hauptachsensystem, das ich ja hier verwendet habe. Da schauen wir auch wieder hin. Und schauen uns den Ex-Vektor an und das ist jetzt der Ex1-Vektor mal Cosinus von diesem Winkel. Und dann habe ich plus Ey mal Sinus Phi Wz. Sie sehen die Y-Achse, die zeigt jetzt hier nach unten und deswegen liefert sie einen positiven Anteil für das X-. Ja, und auch diesen Ausdruck kann ich jetzt hier wieder vereinfachen zu Ex plus Ey Phi Wz. Ja, und da ich hier x1 gewählt habe, habe ich nicht nur ex dazu stehen, sondern auch noch minus ez Phi Wy. Das beides, der erste Term und der letzte Term, ergeben dann letztlich mein ex1 und für den Cosinus habe ich hier 1 gesetzt. Und der mittlere Term ergibt sich, indem ich hier das Sinus wieder durch sein Argument ersetze zu Ey Phi Wz. Ja, und dann haben wir noch als letztes ey'. Ey' ergibt sich dann aus der minus ex1-Achse mal Sinus Phi Wz plus ey Cosinus Phi Wz. Und auch hier können wir wieder vereinfachen für kleine Winkel. Und dann können wir hier für ex natürlich auch entsprechend ex1 entsprechend einsetzen. Dann haben wir hier ex Phi Wz plus ey. Und wenn Sie sich jetzt fragen, aber wo ist denn da von dem Ex1 der zweite Anteil geblieben? Ex1 war doch Ex minus Ez Phi Wy, dann stellen Sie natürlich fest, das ist ein Produkt.
EZ Phi WY multipliziert, oder ich müsste es multiplizieren mit Phi WZ. Ich multipliziere zwei kleine Winkel miteinander und das ist dann quadratisch klein der Ausdruck und deswegen wurde er hier an dieser Stelle vernachlässigt. Das wären also meine Transformationen auf das raumfeste Koordinatensystem und damit können wir den Drallvektor transformieren und können den Drallvektor darstellen in unserem raumfesten Koordinatensystem. Machen wir das mal. Dazu nehmen wir jetzt nochmal diese Gleichung her, die wir hier haben. Wenn Sie sich die nochmal anschauen, wo stehen die genau? Da steht eine Gleichung für EZ'. EZ1 ist ja EZ' hier. Dann haben wir in der vorletzten Zeile die Gleichung für das EX' und dann haben wir in der letzten Zeile die Gleichung für das EY' und diese drei Gleichungen, diese Näherung, die wir hier haben, die habe ich auf der nächsten Folie nochmal aufgeschrieben. Die sehen Sie hier. Und mit dieser Gleichung gelingt jetzt die Transformation des Drallvektors. Schauen wir uns das an. Der Drallvektor war ja LX', LY', LZ'. Und jeweils multipliziert mit den Basisvektoren EX', EY' und EZ'. Und da habe ich jetzt einfach diese Ausdrücke von hier oben einfach nur eingesetzt. Sie sehen, da steht also hier im ersten Term der Basisvektor EX', im zweiten steht der Basisvektor EY' und im dritten steckt der Basisvektor EZ' hier drin. Ja, und jetzt kann ich das Ganze umsortieren nach den entsprechenden Anteilen in EX. Und kann dann einen Koeffizientenvergleich durchführen und kann dann vor allen Dingen in EY- und EZ-Richtung, denn das sind ja die beiden neuen Momentengleichungen, die wir brauchen. Die Gleichung in X-Richtung, die haben wir ja schon immer ausgewertet für den stationären Betriebszustand. Das ist die Gleichung, die wir jetzt nicht betrachten. Aber wir können durch Koeffizientenvergleich hier die Basisvektoren alle in EY zusammenfassen und erhalten dann folgenden Ausdruck. Also für LY erhalten wir dann LY' da, multipliziert mit EY. Und dann haben wir noch aus der ersten Gleichung hier LX' mal Phi WZ. Sie sehen, alles wird mit dem Basisvektor EY multipliziert und das muss dann der Anteil in Y-Richtung des raumfesten Koordinatensystems sein. Das gleiche für die Z-Richtung. Was finden wir in der raumfesten Z-Richtung hier nach Transformation oder nach Einsetzen der Basisvektoren? Wir finden einmal hier natürlich das LZ' multipliziert mit dem EZ. Deswegen ist das LZ' hier der erste Term. Und dann finden wir auch wieder im Beitrag von X das LX' multipliziert mit minus Phi WY. Das ist der letzte Term hier. Ja. Und alle anderen Terme liefern also hier Zusatzeffekte, die bei der stationären Lösung natürlich noch mit zu berücksichtigen werden, also beim stationären Betriebszustand. Sie sehen, da treten durchaus Anteile von LX', LY' und LZ' hier auf. Ja, soweit. Damit sind wir schon mal ein ganzes Stückchen weitergekommen. Wir haben nämlich hier den Drall ausgedrückt, LY und LZ, im raumfesten Koordinatensystem. Jetzt müssen wir hier für LY' und LX' natürlich noch einsetzen. Wir müssen einsetzen einmal für LY' und LZ' die entsprechenden Anteile des axialen Massenträgheitsmomentes und für LX' müssen wir einsetzen die Anteile des polaren Massenträgheitsmoment ist natürlich immer multipliziert mit der entsprechenden Drehgeschwindigkeit. Für LX' haben wir da Omega und für LY' haben wir da entsprechend dann das Phi-Punkt WY bzw. noch das Phi-Punkt WZ. Schauen wir uns das auf der nächsten Folie gleich mal an. Also hier sehen Sie das schon eingesetzt. Ach, es war gar nicht die nächste Folie, sondern es kommt hier noch auf dieser Folie. JA Phi-Punkt WY plus JP W Phi W. JA Phi-Punkt WZ minus JP W Phi WY. Da haben wir jetzt LX', LY' und LZ' mit den Werten des Dralls im Hauptachsensystem ersetzt. Ja, das waren jetzt hier die Gleichungen auf der nächsten Folie dieses linearisierten Dralls. Wir brauchen aber nicht nur den Drall, sondern wir brauchen ja die Ableitung des Dralls und deswegen müssen wir diese Gleichung hier nochmal ableiten nach der Zeit
Und wenn wir uns jetzt überlegen, was treten hier überhaupt für zeitliche Ableitungen auf der rechten Seite, dann treten keine zeitlichen Ableitungen der Massenträgheitsmomente auf. Denn starrer Körper, diese Massenträgheitsmomente sind ja zeitlich konstant, sind zeitlich unveränderlich. Dann haben wir noch diese Winkelfunktionen hier drin und da gibt es eine einzige Winkelgeschwindigkeit, wo wir die Ableitung nicht berücksichtigen müssen. Das ist nämlich das Omega. Denn wir sind mal wieder im stationären Betriebszustand. Wir interessieren uns nur für diesen stationären Betriebszustand und deswegen müssen wir nur nach den Winkelfunktionen Phi Wy und Phi Wz ableiten, beziehungsweise die Geschwindigkeiten hier noch einmal ableiten und dann haben wir die Winkelbeschleunigung. Das ist also mal fix durchgeführt. Hier habe ich es Ihnen aufgeschrieben, also wir leiten jetzt den Drall ab, damit wir den Drallsatz hier auch schön anwenden können. Und Sie sehen, da ist ja nochmal ein Punkt dazugekommen. Die Winkelbeschleunigung haben wir jetzt immer multipliziert mit dem axialen Massenträgheitsmoment. Und hier haben wir die Winkelgeschwindigkeiten im Quadrat, könnte man sagen, also Omega mal Phi Punkt, immer im quadratischen Ausdruck, multipliziert mit dem Jp. Dieses Quadrat muss Sie allerdings nicht beunruhigen, dass wir jetzt hier vielleicht irgendwie nichtlineare Gleichungen drin haben, denn das Omega, die Drehgeschwindigkeit des Rotors, ist uns ja quasi vorgegeben. Sie kommt eben aus dem Momentengleichgewicht um die X-Achse und das wäre ja der stationäre Betriebszustand. Und diese Drehgeschwindigkeit können Sie als konstant, als bekannt annehmen und damit können Sie hier mit diesen Gleichungen wie mit linearen Gleichungen dann eben arbeiten. Okay, jetzt haben wir uns da schon durchgekämpft durch den Drall. Das ist sozusagen den einen Teil, den wir haben. Den anderen Teil, den wir natürlich auch immer noch haben, den wir nicht vergessen dürfen, ist natürlich, wir haben noch zwei Kräftegleichgewichte und da haben wir natürlich auch entsprechend Trägheitsterme, die sich aus der Masse der Scheibe ergeben, aber die sind nun wieder ganz einfach, so wie vorher auch. Die sind Masse mal Beschleunigung, Achtung des Schwerpunkts natürlich, im raumfesten Koordinatensystem. Wir arbeiten ja hier nur im raumfesten Koordinatensystem und mit der kinematischen Beziehung zum Wellendurchstoßpunkt erhalten wir dann wieder die Beschleunigung für den Wellendurchstoßpunkt, also Masse mal Beschleunigung für den Wellendurchstoßpunkt als Trägheitsterm und zusätzlich natürlich auf der rechten Seite dann die Anregung durch die Unwucht. All das stelle ich mal zurück, werden wir dann in das Gleichungssystem einbauen. Was uns jetzt aber interessiert ist, was ist mit den Steifigkeiten los? Wie ändert sich das? Denn ich brauche ja jetzt zusätzliche Gleichungen, ich brauche ja hier Momentengleichgewichte. Werfen wir also einen Blick auf die Steifigkeitsmatrix. Und die Steifigkeitsmatrix kommt ja aus einem Biegebalken, kommt aus der Biegetheorie, nur dass ich jetzt eben nicht nur zwei Verschiebungen sozusagen habe, sondern auch noch zwei Winkel, die sich einstellen, zwei Biegewinkel hier. Wir nehmen also wieder an, dass natürlich die klassische Bernoulli-Balken-Hypothese gilt, also im Prinzip haben wir einen schlanken Balken und so sah das ja auch immer aus, unsere Welle war immer so ein schlanker Balken. Ansonsten müssten Sie mit der Timoschenko-Theorie hier arbeiten, machen wir aber nicht, wir halten das Ganze hier einfach. Also wir verwenden die Bernoulli-Hypothese und lineare Elastizität. Und was wissen wir denn über diese Steifigkeitsmatrix? Wir wissen, sie ist symmetrisch, das folgt aus dem Vertauschungssatz von Maxwell und Betty. Und es gilt natürlich auch das Superpositionsprinzip, das heißt, wir können sie wieder aus einfachen Lastfällen überlagern in einzelne Richtungen. Ich habe Ihnen hier mal ein Beispiel angeschrieben. Ein Beispiel mir ausgesucht, nämlich einen einseitig gelagerten isotropen Balken. Isotrop, ja, dann wird das Ganze besonders einfach. Und warum einseitig gelagert? Weil dort die Schiefstellung der Scheibe am häufigsten auftritt. Das sind diese fliegend gelagerten Rotoren auf der einen Seite gelagert und dann kannst du zu diesem Taumeleffekt der Scheibe kommen und dadurch unter Umständen zur Resonanz. Solche Fälle habe ich auch schon begutachtet, wo dann tatsächlich es zu einem Rotorbruch, also zu einem Bruch der Welle kam. Unheimlich gefährlich für die Leute, das war ein Riementrieb, für die Leute, die, wenn sie daneben stünden, daneben stehen würden. Also das entwickelt eine Schlagkraft, die ist unglaublich. Ne? Also zurück zu unserem einseitig gelagerten isotropen Balken. Wenn Sie sich dort die Einflusszahlen ausrechnen, indem Sie die Belastung annehmen durch eine Kraft, beziehungsweise durch einen Moment an der Stelle, wo die Scheibe dann sitzt und dann sich dann die entsprechenden Verschiebungen bzw. Winkel
ausrechnen, dann kommen Sie auf folgende Steifigkeitskoeffizienten. C11 gleich 12 EIL3, das ist praktisch das Diagonalelement. C22 ist auch das Diagonalelement und dann haben wir hier aber noch ein Nebendiagonalelement. C12 gleich 6 EIL zum Quadrat. Ja, und wie ist das hier gemeint mit diesen Nebendiagonal- und Hauptdiagonalelementen? Das zeige ich Ihnen auf der nächsten Folie, wo ich mal diese Matrizen alle aufgeschrieben habe. Die schauen wir uns jetzt mal ganz in Ruhe an. Also wir wollen unsere Bewegungsgleichen notieren in so einer Matrix-Schreibweise. Massenmatrix, gyroskopische Matrix, dann haben wir die Steifigkeitsmatrix und dann haben wir den Vektor der rechten Seite. Und unsere vier Freiheitsgrade, die habe ich jetzt wie folgt angeordnet. Und das erscheint Ihnen vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen verwirrend. ZW, Phi WY, YW und Phi WZ. Aber erkennen Sie da eine Systematik dahinter? Wenn Sie das ZW ergänzen durch die X-Richtung, dann wäre Phi WY die Drehung um die Drehachse, nämlich um die Achse senkrecht auf die XZ-Ebene. Und hier haben wir die Drehung um die Z-Achse und die Z-Achse würde senkrecht stehen auf der XY-Ebene. Und so ist das Ganze immer aufgebaut. Da steht praktisch eine translatorische Koordinate, die dann mit der X-Achse die entsprechende Ebene bildet und dann steht der Drehwinkel um diese Ebene oder praktisch um die Achse senkrecht zu dieser Ebene danach. Ja, und was wissen wir jetzt für die Massenmatrix und für die gyroskopische Matrix und für die Steifigkeitsmatrix? Jetzt sehen Sie hier, ich möchte mal mit der Steifigkeitsmatrix beginnen, weil wir die gerade hatten. Jetzt sehen Sie hier diese Einträge auf der Hauptdiagonalen C11 und C22. Die eine gehört also zu ZW, das heißt, ich habe eine Belastung durch eine Kraft in Z-Richtung und das System antwortet mit einer Verschiebung in Z-Richtung. Es antwortet aber nicht nur der Biegebalken mit einer Verschiebung entlang der Z-Richtung, sondern es stellt sich ja auch noch ein Biegewinkel ein. Die erste Ableitung der Biegelinie, daraus kriegen Sie den Biegewinkel und das wäre der Winkel Phi WY, nämlich der Winkel um die Y-Achse, senkrecht zur ZX-Ebene. Das ist also genau unser C12. Und jetzt sehen Sie in der zweiten Zeile hier, da schauen wir uns dann an, einmal praktisch ein Biegemoment. Und das führt dazu, dass natürlich auch wieder hier eine Durchsenkung auftritt und auf der anderen Seite natürlich auch ein Biegewinkel auftritt. Und dann wäre C22 jetzt der entsprechende Biegewinkel, zweiter Eintrag, immer zugehörig zum Biegewinkel. Und der erste Eintrag wäre dann die entsprechende Durchsenkung, die sich dort einstellt. Und Maxwell und Betty, deswegen haben wir hier die Anordnung, dass diese für den Isotropenfall jedenfalls diese Matrizen hier gleich sind und Aktio gleich Reaktio, deswegen haben wir hier die negativen Einträge auf der Nebendiagonalen. Ja, und dann haben wir noch unseren Drallsatz, den wir hier ausgewertet haben und der liefert mir die Einträge der Massenmatrix und der gyroskopischen Matrix. Und da fangen wir vielleicht erstmal mit dem translatorischen Kräftegleichgewicht an, also mit den Trägheitstermen, die aus dem Kräftegleichgewicht kommen. Die haben sich jetzt in der ersten Zeile und in der dritten Zeile versteckt. Die zweite Zeile und die vierte Zeile gehören ja zu den Momentengleichgewichten, denn sie beschreiben die Freiheitsgrade 2 und 4, also die beiden Winkelfreiheitsgrade. Und in diesem Kräftegleichgewicht, da würden wir auch nichts weiter erwarten, als hier die Masse multipliziert mit der zweiten Ableitung, Sie sehen das hier, zweite Ableitung unseres Vektors der Freiheitsgrade, der zweiten Ableitung von Z. Genauso in der dritten Zeile dann Masse mal zweite Ableitung von Y. Sonst tritt nichts auf, keine gyroskopische Kopplung natürlich. Und die entsprechende Steifigkeitsmatrix, die sich aus diesen beiden Lastfällen generiert, das ist aber nichts anderes als das, was Sie vorher auch hatten, nur ergänzt um noch diese Information hier aus dem Winkel, also aus dem Winkel der Biegelinie. Ja, und dann haben wir aber auch noch die beiden Drehfreiheitsgrade und damit das Momentengleichgewicht und damit hier den Drehimpuls. Und da haben wir gesagt, wir haben das JA multipliziert mit der zweiten Ableitung von dem Phi, das ist hier in dem Fall das Phi WY, und dann tritt immer noch eine gyroskopische Kopplung auf, nämlich das polare Massenträgheitsmoment multipliziert mit dem Omega.
das ja, wie gesagt, hier wie ein Parameter zu behandeln ist, also eine fest eingestellte Drehzahl. Und das wird dann multipliziert mit dem Phi Wz. Und hier tritt dann nochmal ein Vorzeichenwechsel auf. Das war also die andere Gleichung. Da haben wir Ja multipliziert mit Phi Wz minus Omega Jp multipliziert mit Phi Wy. Punkt dann natürlich. Also Ja mal Phi Wz 2 Punkt, ne? Winkelbeschleunigung. Ja. Das ist jetzt also der Aufbau dieses Gleichungssystems. Was jetzt noch fehlt, ist die rechte Seite. Wie sieht die rechte Seite aus? Die rechte Seite hat natürlich die Einträge, die aus der Unwucht kommen. Das sind die Einträge, die sich in der ersten und in der dritten Zeile dieses Gleichungssystems befinden und die daraus resultieren, dass ich hier z und y für die Trägheitsterme, die zweiten Ableitungen nämlich, z2 Punkt, bezogen auf S verwendet habe für die Trägheitsterme und dann transformieren musste mit den kinematischen Bedingungen. Also ich musste entsprechend die zweiten Ableitungen transformieren und dann habe ich hier noch die klassische Massenkrafterregung. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie sieht's aus mit der zweiten und mit der vierten Zeile des Gleichungssystems? Treten da auch irgendwelche Anregungsterme auf? Nun, wenn Sie nicht gerade vorhaben, dort irgendwelche äußeren Momente raufzugeben auf die Scheibe, also sie noch sozusagen in diese Taumelbewegung einzuzwingen, dann treten da aber keine Anregungsterme auf, denn wo sollten die herkommen? Wir haben ja nichts weiter transformiert hier. Wir haben hier, wenn wir uns die Trägheitsterme anschauen, dann haben wir hier einfach nur die entsprechenden Winkelfunktionen betrachtet. Wir haben den Namen oder den Index W immer gegeben, hätte aber auch irgendein anderer Index sein können. Aber das waren immer die Drehungen, also die W und die S, sozusagen die Achse durch den Schwerpunkt, wären hier parallel ausgerichtet gewesen. Das waren ja immer nur die Winkelfunktionen und deswegen haben wir hier keine Transformation vorgenommen. Das heißt, aus den Trägheitstermen ergeben sich keine weiteren Anregungsterme in der zweiten und der vierten Zeile dieses Gleichungssystems. Und die Steifigkeit, die bezieht sich ja sowieso, das sind die Rückstellkräfte, die bezieht sich ja sowieso immer auf die Welle selbst. Ne? Also von da haben wir sowieso nichts zu erwarten. Das heißt, unsere Anregung kommt allein aus der Exzentrizität des Massenmittelpunktes und findet sich dann entsprechend in der ersten Zeile bzw. in der dritten Zeile unseres Gleichungssystems wieder. Jetzt müssen Sie vielleicht nur ein bisschen aufpassen. Wir haben ja mit Z begonnen. Man hätte natürlich auch mit Y beginnen können, klar. Und deswegen beginnen wir hier mit der Sinusfunktion und dann kommt die Cosinusfunktion für die Y-Richtung. Ja. Damit steht also dieses gesamte Differentialgleichungssystem da und Sie sehen, es ist aufgrund der gyroskopischen Kopplung wieder ein gekoppeltes Differentialgleichungssystem. Es sind diesmal vier Differentialgleichungen für unsere vier Freiheitsgrade und es interessiert uns aber hier auch wieder nur die partikuläre Lösung. Dann müssen wir also einen Ansatz analog zur partikulären Lösung machen. Und da stellt sich wieder die Frage, brauche ich dort, also was ich auf jeden Fall brauche, sind ja vier Amplituden, aber brauche ich dort auch vier Winkel oder kann ich hier geschickter vorgehen? Und so etwas haben wir schon mal betrachtet. Wir haben ja nur die gyroskopische Kopplung, wir haben keine Dämpfung. Und wenn wir nur die gyroskopische Kopplung haben, dann koppeln sich die Terme gerade so ein, dass, wenn ich hier geschickte Ansätze wähle, ich bei den ersten Ableitungen hier immer entsprechend die Winkelfunktionen bekomme. Und habe ich da jetzt etwas verklausuliert geredet, welche Winkelfunktionen sind denn das? Was sofort gesetzt ist, wenn wir versuchen, uns diesen Phasenverschiebung zu vermeiden, dann ist der Sinus Omega T für den Ansatz für ZW auf jeden Fall gesetzt. Genauso ist für den Ansatz für YW der Cosinus Omega T gesetzt. Was machen wir jetzt mit der zweiten und der vierten Gleichung? Nun, jetzt könnte man natürlich sagen, ja, die sind ja hier eingekoppelt. Sie sehen, die bilden hier immer so ein Subsystem, ein 2x2-Subsystem. Das sind genau die Ebenen, in der ich diese Biegebewegung betrachte. Also wenn ich praktisch in Z-Richtung die Verschiebung habe, dann drehe ich eben um die Y-Achse und wenn ich in Y-Richtung, also Querrichtung, die Verschiebung habe, dann drehe ich eben entsprechend nochmal um die Z-Achse. Deswegen, weil die hier eingekoppelt sind, müssen natürlich, wenn
ich hier einen Ansatz mit der Sinusfunktion mache, ich für die entsprechende Winkelfunktion muss ich dann eben auch den Ansatz mit der Sinusfunktion machen. Das heißt, für Z und für Phi werde ich für die partikuläre Lösung Ansätze machen mit einer Sinusfunktion Omega T, aber unterschiedlichen Amplituden natürlich. Und für Y und Phi WZ werde ich entsprechend Ansätze machen mit einem Cosinusterm. Und jetzt müssen wir nur schauen, dass das bei der gyroskopischen Kopplung auch wirklich gut geht. Und Sie sehen, da koppel ich hier ein, einem Term aus dem zweiten System, nämlich in Phi WZ. Da hatte ich einen Cosinusansatz gemacht, muss jetzt die erste Ableitung bilden. Wir sind hier bei der ersten Ableitung bei der gyroskopischen Matrix. Und dann erhalte ich aus dem Cosinus wieder einen Sinus und alles wird gut. Ich habe in der zweiten Zeile auch nur einen Koeffizientenvergleich von lauter Sinustermen. In der letzten Zeile koppel ich dann die entsprechende erste Ableitung von Phi WY ein. Für Phi WY habe ich einen Ansatz gemacht mit Sinus Omega T. Die erste Ableitung gibt mir dann Cosinus Omega T. Und damit koppel ich hier auch wieder Cosinusterme ein und kann den Koeffizientenvergleich allein für den Cosinus Omega T durchführen. Sie brauchen also für diesen Fall, solange Sie keine Dämpfung haben, keine Phasenverschiebung in den Ansätzen für die partikuläre Lösung zu berücksichtigen. Die sehen also dann einfach nur so aus. Wir haben jetzt vier verschiedene Amplituden durch Großbuchstaben, großes Z, großes Phi, großes Y und nochmal ein großes Phi mit Index Z und Index Y jeweils gekennzeichnet. Vier Amplituden, die wir ausrechnen möchten, aber die Winkelfunktionen sind uns vorgegeben für die partikuläre Lösung und sie richten sich im Argument natürlich nach der Drehgeschwindigkeit des Rotors, die ja vorgegeben ist. Das liefert Ihnen ein algebraisches Gleichungssystem, wenn Sie das einsetzen, diesen Ansatz hier für die partikuläre Lösung in das Gleichungssystem, was Sie auf der vorherigen Folie hatten, dann liefert Ihnen das ein algebraisches Gleichungssystem für diese vier Amplituden. Auch dieses Gleichungssystem habe ich aus Zeitgründen und weil es ehrlich gesagt auch nicht ganz so spannend ist, also ein bisschen technisch ist, habe ich es nicht mehr hingeschrieben. Ich habe Ihnen auch gleich die Lösung angegeben. Die Lösung liefert uns ja die kritische Drehgeschwindigkeit. Das heißt, wenn ich hier von Lösung spreche, dann können Sie das natürlich auch wieder auflösen. Sie wissen dann aber auch, wenn Sie sich die Determinante der Koeffizientenmatrix anschauen und sie zum Verschwinden bringen, dann bekommen Sie das heraus, was Sie hier eigentlich interessiert, nämlich die kritischen Drehgeschwindigkeiten. Und diese kritischen Drehgeschwindigkeiten, Sie sehen schon, was ich Ihnen da erspart habe, rein technisch wäre das, diese Gleichung herzuleiten, die ergeben sich dann eben aus dem Verschwinden der Determinante der Koeffizientenmatrix, indem Sie dann hier nach Omega nach den entsprechenden Drehgeschwindigkeiten auflösen als Wurzeln der charakteristischen Gleichung, also aus Wurzeln der Determinante der Koeffizientenmatrix. Und das Ganze sieht also so aus. Man könnte auf den ersten Blick meinen, naja, das ist aber ein recht fürchterlicher Ausdruck, der sich hier ergibt. Und den kann man aber recht gut interpretieren. Man kann sich nämlich mal fragen, gibt es hier eigentlich eine kritische Drehgeschwindigkeit oder gibt es noch mehr? Maximal könnten es ja zwei sein. Sie sehen hier dieses Vorzeichen, plus minus unter der Wurzel. Aber eine kritische Drehgeschwindigkeit muss ja wenigstens eine reelle Zahl sein. Also wenn hier unter der Wurzel mal irgendwas Negatives entstünde, dann wäre das nicht so richtig brauchbar. Dann hätten wir nur eine kritische Drehgeschwindigkeit, nämlich nur den positiven Radikanten. Wenn dort aber zwei positive Radikanten entstehen, dann haben Sie natürlich auch zwei kritische Drehgeschwindigkeiten. Und wo hängt das jetzt dran? Da schauen wir uns wieder an, wir haben hier vorne diesen Term und unter der Wurzel hier haben wir nochmal praktisch den gleichen Term zu stehen, eben mit dem negativen Vorzeichen. Das heißt, wenn von diesem Term irgendwas hinzuaddiert wird, zu diesem Term was hinzuaddiert wird, dann bekommen Sie eine negative Wurzel. Das müssen Sie vermeiden und wenn da aber was abgezogen wird, dann haben Sie einen etwas kleineren Term und dann bekommen Sie zwei positive Radikanten und dann bekommen Sie zwei kritische Drehgeschwindigkeiten. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kann ich von diesem Term hier unter dieser zweiten Wurzel noch irgendwas abziehen? Das sieht doch hier erstmal so positiv aus. Aber da sind schon mal zwei heiße Kandidaten, zwei negative Vorzeichen, hier einer im Zähler, ein Vorzeichen im Nenner. Zwei Kandidaten, mit dem ich das Vorzeichen hier beeinflussen kann. Für das erste Vorzeichen hier im Zähler muss ich Sie ein bisschen enttäuschen.
Wenn Sie sich anschauen, C11 und C22, und Sie schauen sich C12 an, dann ist das C12 tatsächlich in der Regel jedenfalls kleiner als C11 und C22. Kann man sich auch gut vorstellen. Das sind ja die Durchsenkungen der Welle. Und dann kommt es auch ein bisschen zu einer Schiefstellung. Und diese Schiefstellung ist eben kleiner als die entsprechende, als die entsprechenden Werte hier, Steifigkeiten für die Durchsenkung. Und das sehen Sie auch an den Ergebnissen, die wir vorher hatten. Wenn Sie die Folie nochmal zurückblättern für die isotrope Welle, dann sehen Sie C11 und C22. Das Produkt ist immer größer als C12 zum Quadrat. Also vom Zähler ist nicht viel zu erwarten, vom Nenner aber schon. Das JP kann tatsächlich größer sein als JA, es kann aber auch kleiner sein als das JA. Vielleicht überlegen Sie sich das mal anschaulich. Ich verrate es Ihnen auf der nächsten Folie. Also jetzt ist die letzte Chance, das Video nochmal anzuhalten und sich das zu überlegen, was das geometrisch bedeutet, wenn JP größer als JA ist oder JP kleiner als JA ist. Was es mathematisch bedeutet für die kritische Drehgeschwindigkeit, das ist uns klar. Wenn das JP größer als JA ist, haben Sie hier ein positives Vorzeichen, haben also auf jeden Fall hier einen negativen Radikanten und haben dann nur eine kritische Drehgeschwindigkeit. Ist das JP kleiner als das JA, haben Sie hier ein negatives Vorzeichen. Der ganze Ausdruck ist damit kleiner als der Ausdruck, der hier vorne steht. Sie bekommen zwei positive Radikanten und damit auch zwei kritische Drehgeschwindigkeiten. Also, wie kann ich mir das geometrisch vorstellen, diese Bedingung JP größer oder kleiner als JA? Und jetzt kommt auf der nächsten Folie jetzt die Auflösung. Eine dünne Scheibe ist dadurch charakterisiert, dass das polare Massenträgheitsmoment größer ist als das axiale Massenträgheitsmoment. Dann haben Sie eine kritische Drehgeschwindigkeit und die ist dann größer als bei Vernachlässigung der Kreiseeffekte, weil Sie dort noch etwas hinzuaddieren. Ja, und dann haben Sie walzenförmige Scheiben, wenn JP kleiner als JA ist. Und für diese existieren zwei kritische Drehgeschwindigkeiten. Und wenn Sie die Kreiseeffekte alle weglassen würden, dann läge die kritische Drehgeschwindigkeit, die Sie ohne diese Kreiseeffekte erhalten, genau zwischen diesen beiden kritischen Drehgeschwindigkeiten. Das war so ein kleiner Einblick in dieses Thema Schiefstellung der Scheibe. Da ist es natürlich mit den analytischen Möglichkeiten doch schon sehr begrenzt. Sie haben gesehen, ich musste hier an einer Stelle ein bisschen tricksen und die Herleitung ein bisschen abkürzen. Sie sehen auch, das Durchrechnen von diesen elementaren Lastfällen wird natürlich unheimlich aufwendig und das Gleichungssystem ist dann auch entsprechend aufwendig zu lösen. Dann gibt es zwei Ansätze, wie Sie das Ganze weiterverfolgen können. Das eine ist natürlich, was sich hier empfiehlt, ist mit symbolischer Mathematik zu arbeiten. Also sich praktisch diese ganzen Lastfälle in symbolischer Mathematik herzuleiten, die Lösungen der Biegedifferentialgleichung und damit die entsprechenden Steifigkeiten, die Steifigkeitsmatrix, sich so aufzubauen und dann natürlich auch die weitergehende Lösung des Gleichungssystems, wenn Sie hier noch irgendwelche anderen Effekte mit einbauen wollen. Wäre ja auch denkbar, Sie könnten beispielsweise noch eine Elastizität in den Lagerstellen einbauen, unrunde Welle annehmen, wenn Sie sich das Leben schwer machen wollen. Also hier gäbe es schon noch jede Menge Zusatzeffekte, die man einbauen könnte. Also symbolische Mathematik, der eine Weg und der andere Weg natürlich die finite Elementmethode mit speziellen Elementen dann aber für die starre Scheibe und auch für solchen Balkenelemente, wie man sie für den elastischen Rotor braucht, die sich dann auch drehen. Und beides finden Sie, wie gesagt, in einem Kapitel im Skript, das ich hier nicht mehr vorlese, aber Sie finden es nochmal, um sich Informationen zu beschaffen, im 12. Kapitel dieses Skripts. Schauen Sie da ruhig mal rein. Ja, und dann gibt es noch ein weiteres Video mit den Zusatzeffekten des Naval-Rotors. Sind wir damit fertig, aber jetzt geht es um die Frage, was passiert, wenn wir einen Mehrscheibenrotor haben oder einen Kontinuumsrotor. Wie viel kritische Drehgeschwindigkeiten gibt es da und was können wir da vielleicht aussagen und wie leiten wir uns die kritischen Drehgeschwindigkeiten her? Das alles erfahren Sie im nächsten und letzten Video zum Laval-Rotor. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.